So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Elsword mit der Lou und dem CL. Jo, endlich Level 83. Im Moment Event, man kriegt Tränke, die eine Stunde lang 200% mehr XP geben. Heute hau ich rein und knack die 85. Das ist mein Ziel. So. Ich bin hochmotiviert, wir haben die Experte-Quest. Dann werden wir schon mal weitersehen. Und ich habe direkt eine Frage an euch. Die taucht oben rechts als Umfrage jetzt auf. Hättet ihr Interesse dran, wenn ich fertig bin mit den Quests, dass ich von Eldar bis hier Atlas alles an Quests durchgehe und euch die Dialoge vorlese? Also ich versuche mein Bestes, die Stimme auch zu verstellen, aber dass ihr so mal die Geschichte von Elsot mitbekommt. Hättet ihr da so Lust drauf und das ist so meine Frage. Ich werde gucken, vielleicht lasse ich mir öfters ein paar Umfragen einfallen, weil finde ich eigentlich eine gute Idee. Weil dann müsst ihr nicht immer Kommentare schreiben. Das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen lästig, ne? Und ich kann euch direkt was fragen und ihr braucht einfach nur zu klicken. Und das können auch welche machen, die nicht angemeldet sind. Das ist das Beste daran. Draußen fängt es mal hier gerade an, ein bisschen zu hummeln. Ich hoffe nur, dass es nicht zu sehr gewittert gleich, weil letztens ist schon mein Computer ausgegangen dadurch und ich habe keine Lust darauf, dass mein Computer einen Schaden davon trägt. Das wäre kontraproduktiv für meine Aufnahmen, glaube ich. Na komm schon. So. Ja. Machen wir halt so. Gut. Der eine hier ist noch unsichtbar. Gut, den haben wir auch erledigt. Das hat rumgebackt. Oder das funktioniert nur so lange, bis man einen Gegner verfehlt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Skills von Bosse nicht so. Weiß nur durch die eigenen Dungeon-Wands, es gibt welche, die sehen aus wie so ein Artillerieschlag, nur ein bisschen größer. Dann sowas ähnliches wie Zielmarkierung, nur dass es halt Schüsse sind und so ein Artillerieschlag Raketenregen. Die habe ich kennengelernt, aber alles andere nicht. Deswegen bin ich da so ein bisschen unwissend. Und ich schaue auch nicht auf Elwiki, weil ich will mich überraschen lassen. Das heißt, ihr haltet euch bitte auch zurück. Sonst lösche ich die Kommentare gnadenlos raus. Ich will nämlich nicht gespoilert werden. Oh lala. Geht doch. War's das? Jetzt war's das aber, oder? Ja, super. War ich drauf, ich habe den Dungeon dann hinter mir und dann kann ich mal den letzten Dungeon betreten. Ui, das wird witzig. Eieiei. Okay. Das lief doch ganz akzeptabel. Au. Ich nehm's zurück. Auf geht's. Hoffentlich das letzte Mal. Okay. Ja,
Okay, perfekt. Bevor er nach hinten fliegen konnte. Perfekt. Atlas City Experte abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Atlas City Experte abgeschlossen. Nee, Berufs-EXP. So. Arancor, Civilian Code, Atlas City Experte. Ah, nochmal. Noch zweimal. Das ist nervig. Vorteil der Dämmerung ist, glaube ich, gut für den Dungeon. Noch ein bisschen besser als Schnellschuss. Kann ich auch mal das machen. Aber ich benutze das sowieso nie im PvP, da kann ich auch dungeonmäßig einfach drauf gehen. Joa. Eieiei. Die brauche ich nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Die nicht. Und schwupps habe ich wieder ein bisschen Platz. Dann kann ich hier noch mehr Platz schaffen. Hier nehme ich das da rein, quetsch. Alles geritzt. Schatztruhe. Okay. Läuft. Da ist gerade nochmal schön gedonnert. Da ist dieser Artillerieschlag-Skill, von dem ich vorhin gesprochen habe. Okay. Hier direkt mal Gas gegeben. Das läuft. Schön. Zwei dumme ein Gedanke, würde ich mal sagen, wa? Schön. Läuft. Mehr muss ich nicht sagen. Ja, da bin ich genau rangelaufen, ja, super. So, kommen hier noch welche? Ja. Oh. Sollten doch noch mehr kommen, oder? Ja. Und noch mehr. Das war's jetzt aber, ne?
Sollte es jedenfalls gewesen sein. Kommt hier die zweite Welle mit dem Miniboss. Genau. Okay, das ging ja ganz fluffig. Jetzt fängt es draußen gleich richtig an. Hätte der andere sein Hyperactive eingesetzt, dann hätte er geklappt. Ausweichen. Okay. Läuft. Starker Dezium-Würfel oder Dekizium. Ich glaube eher Dekizium. Dungeon verlassen. Komm, öffne ich mal. Wer weiß. Zerbrochene Dekizium-Waffe. Pet ist gesättigt. Rest kommt weg. Ich habe keine Verwendung mehr für euch. So. Dann hoffentlich der letzte One Atlas City. Ja komm, warum nicht? Die Karten will ich auch nicht endlos aufbewahren. Die nehmen auch Platz im Inventar weg. Verkaufen kann sich sie ja sowieso nicht, von daher. Was haben wir denn hier? Schwitzerzauberstein. Maske der Böse. Okay. Gunblades der lebenden Rüstung. Genau, da war ja was. Zack. Abgeschlossen. Fossilien-Splitter und Untergrundlabor. Ich zeige euch mal, was ich so kann, ja? Die Reichweite ist also nicht übermäßig groß, das macht aber nicht. Dafür hat das gesessen. Komm, Heinrich. Los, Heinrich, du schaffst das. Was haben wir hier? Scharfschütze. Na, hier buggt das. Meldet sich mein Handy ganz still und leise, dass Akku fast leer ist. Ist mir wurscht. Böse. Hab mich einfach angegriffen. Kann man doch nicht machen.
Musik ist catchy, finde ich. Ging jetzt auch noch. Jetzt wird es auch noch richtig windig draußen. Okay. Ich glaube, ich muss gleich, wenn die Stunde EXP vorbei ist, meinen Computer kurz ausmachen, bis der Sturm vorbei ist. Das, was ihr gerade gehört habt, war nicht mein Handy, sondern das war eine Störung wegen der Elektrizität draußen, wegen dem Gewitter. Eieiei. Das letzte Mal, als das passiert ist, hat mein Handy auch angezeigt, herzlich willkommen in Australien. Puh, ich muss schnell die Aufnahme hinter mir kriegen, weil sonst kackt mein PC vielleicht ab wieder. Dann ist die ganze Aufnahme für den Eimer. Holla, die Waldfee! Ist sie da am Stürmen gerade? Weißt du, gar nicht gebrochen, während ich aufnehme. Okay. Zivilienmaske. Cool. Okay. Glückwunsch zu Level 81. So, dann beenden wir die Quest. Elysion-Turm betreten. Genau, das ist der letzte Dungeon. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.